Umso wärmer es wird, umso mehr geht in Berlin, Freunde. Herzlich willkommen in Berlin. Warschauer Straße. Hier geht's wieder ab. So, die Musik ist vorbei, der Typ fliegt immer noch. Berlin City. Glaubt mir vorne, wenn ich euch das sage, früher war es schlimmer. Heute ist echt alles entspannt. Die Party ist anscheinend gelaufen. Aber der Typ fliegt auf jeden Fall noch. In seiner Welt. Berlin hat ganz, ganz viel Armut halt, ne? Mittlerweile wird es immer ärmer. Und die Stadt versinkt auf jeden Fall in ganz viel Dreck und Armut. Der Kollege auch zum Beispiel, obdachlos. Den sehe ich schon den ganzen Abend hier. Und die paar anderen. Naja, dann gibt es hier auf jeden Fall noch mal ein paar Kandidaten. Die haben nichts, aber die versuchen natürlich wenigstens zu feiern. Ein bisschen Freude in ihr Leben zu erleben, so ein bisschen Freude zu genießen. Der Typ mit der Maske ist immer noch da. Ihr seht, Berlin ist sehr, sehr impulsiv, chaotisch. Alles, was ihr wollt. Aber dennoch frei. Ja, Leute leben untereinander, miteinander. Und hier noch eine obdachlose Frau. Mit dem Regenschirm. Und Touristen aus dem Nichts, die Party machen wollen. Touristen, die nach dem Weg gucken. Leute, die nach der Diskothek kommen. Jetzt haben wir es gerade schon 2 Uhr morgens. Leute haben Hunger. Und ja, Rewe to go ist auch offen. Und der Kollege hier, der gerade zeichnet, Business draus macht. Um 2 Uhr morgens. Was geht ab, Bro? Heftig, um 2 Uhr morgens, Bro. Alles gut, Bro. Nimm dir, was du willst. Was zu essen, wa? Alles gut. Der Kollege hat Hunger, hat mich gerade gefragt. Alles kein Thema. Solange der was zu essen will, ist alles gut. Vater hat mich mit dir. Dein Vater hat dich rausgeworfen. Und zum guten Morgen hat er erstmal mein 25 Kilo Fahrrad. Also shit. Mal auf mein Gesicht geworfen. Quatsch. Okay, hast du kein gutes Verhältnis mit deinem Dad? Überhaupt nicht. Ja, Freunde, der arme Junge. Was soll ich sagen? Es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Armut in Berlin. Der Junge wurde von seinem Dad rausgeworfen. Nimmt wahrscheinlich auch Drogen. Und ja. So langsam neigt sich der Abend zum Ende. Ich würde sagen, das war's. Außer der Kollege, der ballert immer noch. Jawollo, bam, 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 bam. Genau so läuft das. Also ich habe jetzt hier den Künstler kennengelernt, cooler Typ. Thank you, Bro. Wir können schon noch mal deine Instagram. Kannst du mal zeigen? Ich zeige nicht nur mein Instagram, ich zeige auch. You smart, because you came prepared every time, yeah? Ja. Schau mal hier seine Art hier.
Das ist eine Zeichnung, ja. Heißt Tanzanlinien. Mhm. Das ist chinesische Tinte. Mhm. Ja, das ist auch wow, aber du bist wirklich krass gut. Und das ist Kuli von Big. Mhm. Diese 40 Cent billige. Ah ja, okay. Kuli. Kugelschreiber, okay. Ja, wow. Bro, you have some fucking imagination, bro. Ja, ja. That's crazy. Intuition zeichnen. Wow. Ja. Intuition zeichnen. Ja. You bring your energy. Guck euch das an, Freunde. Guck mal bitte. Das ist nur mit so, wa? Ich kann sein. Warte. Das ist crazy, Bro. Der Typ ist schon krass, ne? Den habe ich gerade kennengelernt. Ja, zeig mal ein bisschen was. Wir sind jetzt hier übrigens 2:30 Uhr morgens. Das ist ein Künstler. Real. Ja, real artist, you know? Du schläfst nicht. Nur. Okay, I don't wanna say it. Only loser sleeps, you know? Ja, Bro. Heftiger Typ. Drumherum wird schon aufgeräumt. Security bei den Ecken. Das heißt, ich rauche mein Leben. That's crazy, Bro. You have it. Du hast es auf jeden Fall. Ja, Freunde, der Kollege ist schon krass. So, you make it yourself? Hast du dir das selber beigebracht? Yeah. Oder hast du Schule besucht? Autodidakt. Seit 14 Jahren. Okay. Also bist du nicht in die Schule gegangen dafür? Nee. Okay. Konntest du damals als Kind auch gut malen? Nee. Nicht? Hast du alles selber? Also als 14 habe ich angefangen. Mit 14 hast du angefangen? Ja. Ne? Interessant. Schaut euch das an, Freunde. In 30 Sekunden. What's going on, Bro? Ja, krass, Bro. Das ist das Endprodukt. Das haben wir. Danke, Bro. Wow, schaut euch das an. Bro. Ich rauche mein Leben. Ich rauche mein Leben. Ja, das so heißt die Zeichen. Okay. I smoke my life away. Krasser Typ, Bro. Danke dir. Check mal bitte sein Instagram an, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Heftiger Typ. Ich würde sagen, wir gehen weiter. I went to the university. I was invited by the... working my stuff, you know. It's a color stuff. It's a big painting. Yeah. You remember? I know. You show me, yeah. You're amazing. Yeah. You should keep with the art, you should keep. No, actually, I mentioned about your works. Appreciate it. Especially, you know, it was 11 of stuff I remember, which I really love. There was this site, the green one. There was just one green. I sold it already, yeah. So, Freunde, der Tag neigt sich jetzt auch wirklich zum Ende. Der Abend ist gelaufen. Wir haben es jetzt morgen früh. Das war es jetzt auch schon mit dem Video, Freunde. Wie gesagt, war eine unterhaltsame Sache heute auf jeden Fall. Wir haben es inzwischen haben wir schon 4 Uhr morgens. Inzwischen. Ja, also es ist hier einiges gelaufen. Ich habe dennoch sehr viele nette Leute kennengelernt. Den Maler, den neuen aus Rumänien. Der ist Maler, ist 28 Jahre alt, ist Künstler. Und macht auf jeden Fall sehr, sehr coole Dinge. Ja, check ihn mal ab auf Instagram. Und ja, das war's dann auch heute, ja. War schon ein krasser Abend auf jeden Fall. Da war schon einiges am Start, ja. Der Typ weiß es gerade, der hinter mir läuft, ja. Das war's. Mein Name ist Six All in the Mix. Ein weiterer schöner Abend geht zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. PayPal-Link ist natürlich unten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, mein PayPal-Link ist unten verlinkt in der Infobox. Danke fürs Zugucken. Six All in the Mix. Grüße aus der Warschauer Straße. So läuft das hier. Umso wärmer es wird, umso besser wird Berlin. Vergisst New York, vergisst LA. Im Sommer ist Berlin auf jeden Fall die Nummer 1. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Peace. Ja, zum Schluss auf jeden Fall nochmal hier an der Warschauer Straße. Ich würde sagen, wie gesagt, das war's dann auch schon. Wir gehen jetzt runter in die U-Bahn. Da hat sich die Sache erledigt. Danke fürs Zugucken, ja.